der letzten Episode. Genau, hier sind es nur noch 2 Stunden nach Feuer machen. Naja, da beginnt es zu schneien. Gut, dann machst du erstmal 4 Stunden. Naja, es ist wieder aufgeklärt. Mit einem Zeitraffer. Come on, little fire. Das Feuerchen. Das ist so wie mit unseren Katzen. Kaum sind es keine 25 Grad mehr, wobei das soll aus meiner Sicht so jetzt erstmal wieder kommen. Da gehen die nicht mehr auf den Balkon. Nee, bitte. Weißt du, wie kalt das da draußen ist? So, wo haben wir jetzt schon angefangen? Ja, 4 Stunden bitte. Na, es wurde ja ganz kurz ein bisschen kalt. Gut, dann lernst du hier noch 3 Stunden drauf. Einfach so in der Landschaft rumstehen. Das ist der Hammer. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in Episode 41. Sind wir jetzt auf der Rodungsfläche. Haben in der letzten Episode uns schlau gemacht. Die ganzen Bücher gelernt, weil wir haben, wie ihr seht, links unten den Sat-Bonus. Also wir haben uns auf Koch-Level 5 hochgepusht. Und damit dann den Sat-Bonus entsprechend getriggert. Und dann haben wir das natürlich genutzt, um dann natürlich dann zu lernen, die Bücher mal loszuwerden, damit wir die nicht da ständig mit uns rumschleppen müssen. Die haben wir jetzt hierher geschleppt. Das reicht. Oh, guck mal, da vorne ist wieder eine Schneehütte. Ja. Guck mal, wie warm die ist, weil eventuell könnte man dann hier vielleicht übernachten, also wie gut die auch ist. Das ist vor allem das größere Interesse. Und man könnte ein paar Stöcke, könnte man da schon noch reinstecken. Das wäre nicht das Problem zur Reparatur. Naja. So, erstmal schauen. Kaputt. Gut, dann hat sich das Thema hier erledigt. Da sammeln wir noch die Stöcke ein und machen hier den Abflugmeister. Ja, inzwischen sind wir schon reichlich schwer hier. Das wird sich noch ein bisschen geben, wenn wir hier Dose, Tomatensuppe und Streichhölzer. Sehr schön. Jo, das wird jetzt wahrscheinlich der Blizzard. Wir sollen so schnell wie möglich zu der Hütte Richtung Namenloser Teich. Ich meine, man könnte auch versuchen, weiter zu den Containern zu kommen, aber das, da weißt du wieder nicht, wie sieht es mit Wölfen davor aus. Hm. Das ist manchmal dann doch echt nicht ganz so gut, wenn man dann mit dem Blizzard in den Wolf rennt. Ich sag nur die schöne Kleidung. Okay. Ja, das, da müssen wir schon was machen. Da hast du vollkommen recht. Vielleicht machen wir auch mal ein Feuerchen, weil ich möchte mal gucken, wir kriegen ja eigentlich Bonus, wenn wir Sachen kochen, kalorientechnischer Art. Ich würde das gerne mal abchecken, im Hinblick darauf, ob das auch bei Dosen funktioniert. Weil das weiß ich nicht mehr. Und dementsprechend wäre das mal interessant rauszufinden. Damit ich es zumindest mal für eine gewisse Zeit weiß. Ja. Mehr wird es da nicht. Der Bär ist wahrscheinlich nach Hause gegangen. Der hat das schon gerochen, dass hier das Wetter bald umschwingt. Zu holen war hier sowieso nichts. Und ich sollte noch was trinken. Na, das ist nur ein Reh. Kein Wolf. Ja, Wölfe scheint es hier, also jetzt, im jetzigen Moment, nicht zu geben auf der Region. Was sagt denn das Gewicht? Ja, 40 Kilo kriegt man trotzdem zusammen. Ich erinnere mich noch an die ganz, ganz frühe Zeit, wo es noch kein Verstauchungsrisiko gab.
du wirklich alles abkraxeln konntest. Das war kein Problem. Ja. So. Vorne ist die Hütte. Ja, Elch gibt es hier leider nicht. Wir müssen sowieso zur Hütte zurück. Nur mal so als Hinweis, da liegt glaube ich noch ein Birkenschößling. Halt. Ja, wir lassen auf jeden Fall ein bisschen Holz hier. Wir haben hier einen Hirsch. Und oben auf dem kaputten Turm gibt es auch einen Hirschkadaver. Und außerdem haben wir ja gesehen, da hinten, also wir haben hier drei Hirschkadaver in der Nähe. Wenn man hier kartiert, das wäre dann halt so eine Aktion, wo man sagen würde, okay, dann machen wir erstmal so eine Aufsammelaktion. Mit diese ganzen Hirschkadaver mal zerlegen. Die Kaninchen. Naja, wo man jetzt, genau, wo der Schlafsack jetzt abgenommen hat. Genau, wir haben uns einen verbesserten Standardschlafsack gebastelt sozusagen. Mit Schneehuhndaunen. Ein sogenannter Schneehuhndaunen-Schlafsack oder so ähnlich. Ja, der Tag war sehr lang. Da hast du vollkommen recht. Warte mal, das Feuer könnte man hier hinten setzen. Ich will das mal checken mit. Außerdem müssen wir mal gucken, was sagt der Wasserbestand. Ach du Schande, wir haben mal so alle Flaschen. Die haben wir gefunden, genau. Die Flaschen haben wir gefunden. Ja, lass uns mal die Tomatensuppe. Ich will das einfach nochmal wissen. Das kostet zwar ein Streichholz und so weiter, aber das macht nichts. Das passt schon. So. Außerdem können wir dann noch ein bisschen den Skill pushen. Genau, nimm einfach das Oldste, was wir haben. Come on, little fire. Genau. So. Da kommen wir raus. So, ich will ja eigentlich nur, wie ist das, wenn ich die so rausschmeiße? Dann schmeißt du die tatsächlich so raus, okay? Gar nicht, um das irgendwie zu öffnen, okay? Und wenn du es ablegst? Also hat jetzt 300. Achso, wir können die eigentlich in den Topf tun. Ja, mach mal. Hol das nochmal raus. Schmeißt du die mal da rein. Gas die mal durch. Hat immer noch 300, okay? Hat sich jetzt nicht geändert. Ja, okay. Also diese 25%, die halt hier stehen von jedem gegarten Essen, das gilt halt nur für... Wie du weißt. Das klart jetzt auf, echt. Okay, dann nehmen wir den Schössling wieder mit. Und wir sind überhaupt nicht gerannt? Oh, das war für mich aber schon Rennen. Guck mal, ich bin ganz fertig. Und hier 27 rein. Das ist zwar immer noch zu... Achso, ja, genau. Wollte gerade sagen, es ist immer noch zu schwer. Wieso eigentlich? Warte mal. Verschwinden die oder verschwinden die nicht? Wir lassen die mal hier. Das, da werden wir in der Zukunft dankbar sein, wenn wir noch ein bisschen Stoff finden. Sollen wir sonst noch was da lassen? Ne, eigentlich nicht. Der Rest muss halt irgendwie... Also kartiertechnisch. Wollen wir noch ein bisschen nachhelfen. 14 Federn haben wir dabei. Wieso haben wir so viele Federn dabei? Haben wir die alle gefunden? Naja, schönes Wetterchen, Hammer. Na, dann gehen wir gerade weiter. Ja, Entschuldigung, aber dann gehen wir weiter. Das ist natürlich klar. Da kann dein Auge noch so matschig sein. Das hilft da nichts. So, heute ist der für euch 25. September. Wenn ihr live guckt, natürlich. Genau, heute besuche ich eine besonders berühmte Stabkirche. Also wahrscheinlich die Stabkirche. Schlechthin. Es gibt da immer noch Kopien davon. In aller Herren Länder. Auch teilweise von ausgewanderten Norwegern in ich glaube in Oklahoma, wenn mich nicht alles täuscht, errichtet oder so. Die Burg und Stabkirche, das ist nicht, die ist nicht in Burgund. Die heißt Borgund. Nur eine zufällige Namensähnlichkeit. Ziemlich spektakulär. Hm. Ja, die sind da oben, okay. Gut, dass wir hier oben langlaufen.
Der Schnaufmeister ist schon wieder unterwegs. Der ist da irgendwo hinter dem Felsen. Ja, das funktioniert aus meiner Sicht noch zu gut. Also du hörst ihn ja komplett durch den Felsen durch. Das, ich dachte eigentlich, das wäre mal schon besser gewesen. Ja, ich grauche hier lieber lang, weil ich nicht weiß, ob er nicht doch irgendwann mal umdreht. Das macht er nämlich gerne. Ich meine, den Bären, wenn er nicht gerade im Angriffsmodus ist, kannst du immer noch wegrennen. Aber das muss ja nicht sein. Ja, ich denke, das passt so. Okay. Weit genug weg. Genau, und bei dieser Stabküche, da gibt es so eine alte Passstraße. Die gehe ich auch mal hochsteigen. Zumindest, die ist nicht sehr groß. Das ist halt alles früher halt alles ein bisschen schwieriger gewesen. Es war da halt dann von einem Ort zum anderen zu kommen in Norwegen. Das war halt mal so auch ja halt Jahreszeiten auch gebunden. Kannst halt im Winter halt auch nur bedingt Dinge abgehen. Auch einfach wegen der Gefahr, die ja sozusagen für Leib und Leben besteht. Und natürlich auch, weil du vielleicht nicht mit dem Schiff unterwegs sein kannst. Ist immer noch die da oben. Genau, und da wurden halt verschiedenste Straßen und Wege gebaut. Erstmal auch dann sozusagen in Anführungsstrichen, als das Automobil aufkam, also als es ein bisschen populärer wurde in Tellerwegen. Genau, dann gucke ich mir den alten Stadtteil von Lerdalsøyri an. Das ist auch so lustig, da gibt es diesen Lerdalstunnelen. Also Lerdalstunnel, ein Straßentunnel durch den Berg getrieben, 25 Kilometer lang fast. Fast, oder ist das 25 Kilometer? Also momentan der längste Straßentunnel der Welt. So. Und das ganze Material, was die da, wir schlafen auch in den Containern. Das ganze Material, was die da halt aus dem Tunnel rausgeholt haben, um den da halt zu schaffen, das haben die halt in Lerdalsøyri dann halt aufgeschüttet und haben sozusagen da noch ein Gebiet geschaffen, wo dann sich Industrie drauf halt ansiedeln konnte. Das ist manchmal echt interessant. Genau, dann gibt es noch die Yndredal-Stabkirche, das ist ja so eine ganz kleine nur. Und dann geht es auf eine Hochebene, wo ich dann auch noch da ein bisschen Zeit habe. Mache ich ausnahmsweise mal einen kürzeren Tag. Ja, sonst bin ich schon den ganzen Tag unterwegs. So, was haben wir hier? Vorne irgendwas, ah ja. So, Federn sehe ich da drüben. Federn vor allem, halt. Okay. 51% Tug, nice. Ah, der Stock schwebt. Aber warte mal, da gibt es noch etliche Stöcke. Das da oben ist nur ein Felsen? Ich glaube schon. Hat es jetzt doch kein Blizzard gegeben. Weiß nicht warum. Das Spiel da keine Lust dazu hatte. Schauen wir hier mal durch, solange es noch hell ist. Außerdem soll ich ein paar Stöcke da lassen? Wahrscheinlich schon. Einfach auch nur des Gewichts wegen. Ich meine, wir sollten schon noch einen guten Schwung Stöcke mitbringen zum Lagerbüro, wenn wir zurückkehren, weil das Problem ist natürlich auch, dass wir immer noch angeln wollen und da brauchen wir Holz. Zum Beispiel sowas. Ja, die Dose, wir nehmen sie mal mit. Nähzeug, echt? So. Ja, das lassen wir natürlich hier, das ist klar. Dann lassen wir noch 20 Stöcke zusätzlich hier.
Wieso sind die Krähen schon weg? Ist ja schräg. Ach so, ach deswegen. Ja, es gibt die noch. Ja, da oben flimmert ein Schössling. Es ist aber ein Ahorn. Ich will der Guten jetzt eigentlich heute nicht mehr so viel zumuten. Noch eine Wasserflasche. Oh, I'm starving. Echt? Aber du weißt, dass Wasser dir nichts bringt. Ist wahrscheinlich auch egal. Ah ja, da haben wir wieder eine. Wenn wir dann sinnlos verschießen können. Noch ein bisschen Holz. So, ja, den Sattbonus wollen wir nicht verlieren. Wir gucken einfach heute Abend, was wir dir alles geben, damit wir da am nächsten Tag dann zum Lagerbüro zurückkehren und dort uns wieder vollstopfen können. Muss ich ja nicht komplett. Na, guck mal, da können wir nochmal 25 Stunden lernen. Ja, da werden wir noch ein bisschen Zeit verbringen. Du, Energy Drinks, wäre doch was heute. Schlaftee brauchst du nicht. Also, solange wir den Sattbonus haben, brauchen wir wahrscheinlich nie den Schlaftee. Der kann weg. Okay. Ja, nice. Mal gucken, ob die anderen auch so viel abwerfen. Ein Stoff. Nichts. Oh Gott sei Dank. Noch ein Stoff. Halt. Das ist ein normales Buch, okay. Schade. Sonst haben wir hier nichts. Egal, sieht auch leer aus. Liegen. Noch mehr Stoff. Noch ein Nähzeug. Was zum Feuer anzünden oder rohherum leuchten. Relativ gute Limo. Will sie jetzt tatsächlich? Ja, man merkt halt, dass sie halt nicht so extrem hungrig ist. Also nicht den hängenden Magen hat. Da liegt noch was. Eins Patrone. Nicht, dass ihr da wieder was in die Kommentare schreiben müsst und ich muss es mir dann, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, auch aufschreiben. Ja, wahrscheinlich habe ich trotzdem genügend Dinge übersehen, das würde mich nicht wundern. Okay, nochmal die Fächer. Scheint aber nichts zu sein. Letzter Container. Das ist der. Nee, das ist der. Ja. Kommt ja leicht durcheinander. Da können wir halt gut schlafen. Beim Sattbonus ist es sinnvoll, viel zu schlafen, weil da sparst du halt jede Menge Kalorien. Holz, Holz, Holz. Und eine Arbeitshose. Relativ gut tatsächlich, 77%, aber trotzdem nichts. Streichhölzer und... Nee, das ist nur ein Träger, okay. Öl. Und Draht. Habe ich euch nicht gesagt, dass ich diese roten, großen Container aus dem Damm mit ins Lagerbüro nehmen wollte, wegen Angeln und so? Der auf jeden Fall gut funktioniert. Eins Papier und sechs Pillen. Okay. Ja, dann sind wir hier durch, alles klar. Dann werden wir noch mal ein bisschen ablegen. Ja, 40 Kilo. Bisschen viel. Aber trotzdem nicht mehr ganz so schlimm wie vor dem Sattbonus. Tanne und die drei Althölzer lassen wir da. Das Buch lassen wir auch da. Ja, und natürlich den Zunder. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns ein bisschen um diese olle Kleidung. Jetzt rupfen das Zeug mal, das spart uns dann doch Gewicht. Bevor wir dann ins Bett gehen. Ja, den Schössling hätte ich schon rauswerfen können, aber hey. So, 100 Gramm weniger. Ja, ein bisschen kann man ja noch machen. Ja, das ist... Eins, also kriegst du halt auf 1,5 bis 1 Grad. Da bist du mit der besser und mit der besser. Also die ist halt drunter, deswegen. Die ist halt auch viel leichter, die Arbeitshose ist halt viel zu schwer. Das Gute ist halt, die hat halt Fettschutz, 8%. Das haben die anderen halt nicht, aber das, nee. Leider nicht, da spare ich mir mal lieber Fettgewicht, anstatt halt da das eventuell möglicherweise mit rumzuschleppen. So, genau, den Pullover, den werden wir sowieso irgendwann aussortieren und dann werden wir den natürlich auch nicht weiterverwenden. Ja, dein Wasser und dein Futter geht auch bald runter.
Die Handschuhe sowieso nicht. Da gibt es aber keine Gewichtsersparnis. Und dann haben wir noch die Socken. Die werden wir auch nicht anziehen. Da gibt es aber 100 Gramm. Naja, was das Wetter auch immer macht. Ist, wahrscheinlich ist das jetzt Nebel. Genau, das war's. Die Tuch können wir natürlich nicht zerrupfen. Sollen wir ins Bett? Ja, eigentlich kommen wir ins Bett. Ja gut, wir können noch ein bisschen auf jeden Fall warten. So. Oh, schön. Der feste Halt. Dann finde dich mal zu einem... Nee, nicht für Wohnwagenfall. Also sollst du einen Bettschaber entziehen? Gibt es hier nicht hier Betten oder sowas, Alter? Okay. Weiß erstmal, die Kartoffeln gehen ja relativ gut runter. Ich würde allerdings auch... Ja, die Tomatensuppe ist halt echt Schrott. Es gibt halt... Wir haben halt noch keine Rezepte gefunden mit Tomatensuppe. Ich weiß aber auch nicht, wie das ist mit dem Angefangenen. Also wir werden das essen. Das ist schon mal ganz klar. So, dann essen wir diesen ollen Reh. Jetzt können wir ja auch die ganzen ollen Dinger essen. Das ist ja ziemlich cool. Dann essen wir da ein bisschen was drauf, damit wir da ein bisschen von diesem Schrott mal verlieren. Weil wir schleppen die ganze Zeit den jetzt halt mit uns rum. So, das reicht aber. Der Rest ist Wasser. Dann müssten wir wahrscheinlich sogar eine gute Menge an Futter haben für die Rückkehr zum Lagerbüro. Und ich überlege noch, ob wir vielleicht über den Damm wackeln. So, ja, wir haben einen guten Futtervorrat auf jeden Fall. Wasser geht jetzt auch gut runter. Inzwischen ist das Gewicht natürlich auch deutlich besser. Wir gucken mal, was das Wetter... Achso, ich habe den Schössling jetzt rausgelegt oder nicht? Nicht. Na gut. Schönstes Wetterchen. Gut, dann gucken wir noch, ob wir doch den Schössling da oben abkrabbeln können. Da oben ist er. Wo steht denn das Gewicht? 33,67. Okay, da kann man also wieder gut reinladen. Halt. Das kommt alles mit. So, wo war? Jetzt habe ich wieder aus dem Blick verloren. Da vorne. Ist ja noch nichts von Wölfen hier zu hören. Meistens stiefeln hier aber welche rum. Also deswegen. Vielleicht sind wir ein bisschen mehr auf der Hut. So. Ja, morgen der Tag. Da. Und es ist ein Wölf, echt. Wahrscheinlich über die nicht über die Eisenbahnbrücke, direkt am Eingang, okay. Dann müssen wir mal gucken, wie man da durchkommt. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach dann. Wenn er da direkt da vorne rumschabenzelt. Mal gucken. So, da oben gab es auf jeden Fall immer die Möglichkeit, erstmal Birkenrinden, das ist klar. Und dann, ich glaube, da konnte auch ein Rucksack sein. Früher konnte da übrigens auch ein Bunker sein. Weiß ich nicht, ob das heute auch noch so ist. Genau, an dem morgigen Tag, also der 26. September, das ist dann mein vorletzter Tag tatsächlich schon in Norwegen. Also vollständige, muss ich dazu sagen. Natürlich noch den Tag der Abreise, der ist aber nur so ein angeknabberter Tag. Genau, da geht es in Ørlands Fjord. Von oben herab, also vom Stegastein. Stegastein, sagen die Norweger ja natürlich. So eine Aussichtsplattform. Das ist einer der... der steileren Fjorde in Norwegen. Auf jeden Fall immer beeindruckend zu sehen. Genau, und dann fahren wir da einen Pass hoch und dann gibt es da so eine Hütte. Da so eine Touristenhütte, so eine Wanderhütte. Da wandere ich mal hin. Ja, ich sehe jetzt hier keinen Rucksack. Macht aber nichts. Wir gucken trotzdem mal, ob wir noch ein paar Birkenrinden bekommen. Weil hier oben, glaube ich, die Ausbeute eher spärlich ist. Genau, ich wandere einfach mal zu der Hütte, gar nicht so sehr, um dort zu übernachten, sondern einfach mal, um sie mal gesehen zu haben. Ich habe immer noch so die Idee, da vorne ist eine, vielleicht auch mal so ein Hochplateau mal zu durchwandern. Da muss ich natürlich gucken, wie man das dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln macht.
Weil du willst natürlich dann auch wieder zum Auto zurückkommen. Gibt ja auch Leute, die machen das komplett allein über öffentliche Verkehrsmittel. Würde ich jetzt nicht machen. Ah, das schneit's. Okay, dann gehe ich wieder. Nee, ich schätze, dass es hier oben nicht mehr an Birkenrinden gibt. Und dafür, dass es hier so steil ist, haben wir trotzdem erstaunlich wenig Haxen. Verstauchgefahr. Aber da gibt es noch eine Birkenrinde. Ja, aber die nehmen wir trotzdem mit. Weißt du Bescheid? Den Stock auch. Genau, und dann gibt es halt noch ein paar Wasserfälle, die ich noch besuche. Also den Hifjufossen nennt er sich. Da kannst du halt hochwandern. Du musst aber aufpassen. Also das ist tatsächlich eine der gefährlicheren Stellen im gesamten Urlaub. Weil das, also wenn es da halt nass ist, dann kann das halt mal echt übelst glatt sein. Tschüss. Da kann es echt übelst glatt sein. Und da sind auch schon Leute tatsächlich umgekommen. Das ist echt krass. So. Verband her. Und was auf die Schmerzen machen. Oh, die ganzen Schmerztabletten. Dabei verwenden wir jetzt einfach mal welche. So. Das sagen einige von euch wahrscheinlich auch. Oh. Er hat sie mal genommen. Und in dem Fall sie. Hey Junge. Wo bist denn du jetzt? Ja, da hinten, okay. Gut. Dann hoffe ich, dass hier vorne nicht noch einer ist. Ja, ja, ja. Gut. Ja, also den Hifjufossen, den will ich mir mal anschauen. Ich hab gutes Schuhwerk und trotzdem natürlich immer vorsichtig laufen, weil da gibt es echt Leute, die sind da halt abgerutscht und dann halt in den Wasserfall geraten und dann über den Wasserfall dann abgestürzt. Das ist natürlich nicht so geil, wie man sich vorstellen kann. Ja, und dann Wöhringfoss nennt sich das. Das ist so ein Wasserfall, da gehe ich von der Schlucht heran. Also erst in den Eisenbahnladeplatz gehe ich halt in die Schlucht. Also erst in die Schlucht und dann von unten an den Wasserfall ran. Muss mal gucken, ob noch Zeit ist für oben. Das weiß ich noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen so der Wasserfall. Ein bisschen, nicht so übertrieben. Naja, da gehen wir auf keinen Fall lang. Ah ja. Und das da? Ist dir egal, okay. Nee, ist hier nicht. Papier und Revolver. Patronen. So. Ich will mal gucken, ob hier eventuell der Elch da ist. Ein Elchhautbeutel wäre natürlich trotzdem praktisch. Würde man natürlich immer gucken, dass man den tauscht. Ja, das ist tatsächlich da. Würde man natürlich gucken, dass man den immer tauscht mit den Krampen. Ich meine, gut, das ist eigentlich schon. Wie warm ist es denn? 7 Grad. Ja, eigentlich könnte man auch auf dieses Hemd verzichten. Leider schon. Da hatte ich tatsächlich auch schon die Frage bekommen, was denn der Unterschied ist zwischen diesem taktischen Rucksack und dem Elchhautbeutel. Also die haben dieselbe Tragkapazität, du kriegst bei beiden 5 Kilo, so wie beim Sattbonus halt. Hier die 5 Kilo, da kriegst du halt einfach noch zweimal drauf, sodass du 45 Kilo tragen kannst. Den taktischen Rucksack kriegst du halt gratis, also den nimmst du einfach und den hast du dann für immer. Das ist nicht irgendwie im Inventar oder halt hier irgendwie zu sehen. Der ist einfach da. Das wird einfach sozusagen getauscht. Du hast dann dafür den etwas, ich sag mal, anstrengenderen, den anstrengenderen Sound, was das Öffnen angeht. Also du hast ja hier diesen, du hörst immer so einen Reißverschluss. Und da ist irgendwie so ein etwas, ja, groberer, sag ich mal. Kommst halt nicht auf diesen Felsen rauf. Das ist halt das Problem.
Wir haben den schon. Ich habe halt gedacht, hier vielleicht, aber da siehst du ja, dass diese Kante da, da kommst du nicht auf diese Kante wegen diesem Vorsprung. Und da möchte sie nicht hochsteigen? Und wir haben auch nur 6 Pfeile. Ich weiß gar nicht, ob er hier drunter käme. Ich fürchte schon. Ansonsten gibt es da nicht so wirklich viele Verstecke. Kommst du hier irgendwie so rauf? Nee, das ist zu steil, okay. Ist zu steil. Schauen wir mal. Man könnte zwar da irgendwie auf den Felsen rauf, aber ich denke, das schafft er dann auch. Das ist viel zu weit weg. Gesehen? Wahrscheinlich noch nicht. Ne, wahrscheinlich noch nicht. Ja, das ist halt auch nur suboptimal. Tja, von nichts kommt nichts. Gut. So, wo sind die jetzt hingeflogen? Da steckt einer. Der war zu kurz, der andere war auch zu kurz. Jetzt steht er da hinten rum. Die Location ist nicht so günstig. Das ist halt leider ein Problem. Oder wieder zurück? Ne, er steht noch dahinter. Ah, Kleidung wird auch gut nass. Oder? Nein, nicht erwischt. Das mit dem Tod bei Herzkasper funktioniert auch nicht so gut. Da liegt der Pfeil. Ich weiß gar nicht, wo der abgeprallt ist, weil der so rumliegt. Ja, okay, ich weiß, wo er abgeprallt ist. Haarscharf verfehlt. Jetzt steht er da drüben. Können sogar rennen, okay. Bisschen zumindest. Den von hier aus treffe, das ist ja schon ein gewaltiger Schuss. Das war deutlich hinter ihm, alter Schwede. Und das war wieder zu kurz. Jetzt rennt er unter der Brücke durch, oder was? Mitte wäre ja wahrscheinlich richtig gut gewesen. Naja. Der Wolf hat keinen Bock mehr. Da
dann versuchen wir mal auf die Brücke zu kommen. Halt's Maul. Ja, hier zum Beispiel. Tschüss, Junge. Viel Lauferei auf jeden Fall. Ich hoffe, man kann mit dem Bogen nach unten zielen. Ja, Wind. Brauchst du eine halbe Stunde allein nur über die Brücke zu überqueren, oder was? Wo ist denn jetzt? Warte mal. Da unten steht er, okay. Hoffentlich treffe ich den auch jetzt. Kommt er jetzt oder hat er sich nur beschwert? Nicht so sicher. Nö, das hat sich nur geärgert. Mensch, das stachelt hier. Was ist denn das? Ja. Ach, das war wieder drunter. Mensch. Nein, so kommt man nicht runter. Okay, was ich jetzt aber mal mache, wir machen uns jetzt mal leicht. Das ist ja furchtbar. So wird das ja hinten und vorne nichts. Gut, ich würde sagen, ich habe genau den richtigen. Das ist natürlich der da hinten. Also wir werden noch was essen. Und dann auch noch mal voll trinken. Nur für den Fall, dass es ein bisschen dauert. So, das raus und das raus. 22 Kilo, das ist schon viel besser. Jetzt hängt er da unten ab, okay. Schade, die Brücke wäre perfekt gewesen, aber das ist halt dann auch wieder vergeben. Ja, okay. Und ein Elch musst du halt niederringen. So, einer Pfeil ist kaputt gegangen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich geärgert. Mensch. Abgeprallt an ihm. Da waren es nur noch 5. Nicht zu nah. Das interessiert ihn gar nicht, alles klar. Nee, er flieht. Sieht man irgendwo die Pfeile? Da ist einer, okay. Einer steckt halt in ihm wahrscheinlich. Er flieht. Okay, wie weit will er noch fliehen? Wieder bis zu den Wölfen oder was? Ne, er dreht wieder um, okay. Das ist schon wieder zu kurz. Die fliegen zu langsam, die Pfeile. Wo ist er jetzt? Da. Ja, der Wind, der ist natürlich jetzt wichtig. Aber nimm den Pfeil. Also er rennt mit 2 herum.
So viel ist klar. Das ist übrigens für die Quote ein Traum gerade. Ist jetzt da oben oder was? Sieht ihn von hier unten nicht. Da oben steht er echt. Okay. Soll ich nicht eigentlich was essen? Eigentlich schon. Und ein bisschen was trinken. So, nur dass man das nicht aus dem Auge verliert, vor lauter Hinterhergerenne. Da wird er schon wieder gedreht, was ist denn das? Ja. So, dann müssen wir hier irgendwie rauf. Achsenverstauchgefahr reduzieren. Gut, dass man ihn hier so sieht. Müssen wir echt einmal um den Felsen herum. Kommen Sie hier durch. Kommen Sie hier durch, okay. Gucken, ob er da oben durchkommt. Noch nie probiert. Was könnte. Halt. Hoch, hoch. Nein, könnte nicht. Könnte nicht. Ja. Komm. Echt diesen blöden Weg drumherum laufen. Anscheinend schon. So. Mal Fuß ausruhen, genau, und dann ab hier durch die Lücke. So. Gut, dann sind wir ja fast wieder zurück am Lagerbüro. Da müssen wir uns dringend Pfeile basteln. Das ist natürlich klar. So, irgendwie müssen wir hier lang. Weiß auch nicht, ob es hier irgendwann mal flach wird. Mach mal den Bogen weg. Die versunkene Birke. Ah, da vorne ist er. Wo steht er denn? Da. Jetzt triff ihn aber mal. Das war wieder nicht getroffen. Der Stepptänzer ist unterwegs. Das war wieder ein Hauch zu kurz. Hm? Mist. Ich konnte das schon mal besser mit dem Bogen. Das muss ich echt zugeben. Das war auch zu kurz. Okay, endlich. Meine Fresse. Was ein Akt. Naja, der schwebt nur. Und dann haben wir da oben einen. Gut, Leute, da haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall was zu tun. Und wir werden das auch hier tun. Also das heißt, am Damm. Und das nicht zum Lagerbüro schaffen, das ist natürlich klar. Uff, das wird ein kleiner Kraftakt, aber das ist wichtig, damit wir den Elchhautbeutel basteln können. Den bastelt man. Kleidung. Mit zwei Därmen, einem der Haut natürlich, an einer Werkbank und dann halt Nähzeug und Angelzeug. Tja, das wird aber noch ein bisschen dauern. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag, wir sehen uns, macht's gut. Ciao.